Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fangen mal gleich mit der Beste an. Wetterbericht. Ja, Wetter, super. Es ist erst rein. Hab schon überlegt, ob ich die dicke Jacke schon mal weglasse. Aber das ist nicht gut. Wie sagt man so schön? Eine Schwalbe macht immer noch keinen Sommer. Ja, wir haben heute ein bisschen Ruhetag gehabt. So einen Gammeltag eingelegt wieder mal. Und ja, haben uns einen Film eingezogen. Auf immer klingelt das. Oh, da rennt sie. Sie sucht schon wieder jemand. Wir sind nämlich eine Gassi-Runde. Ja, wo sind sie? Pass auf, such sie. Wo sind sie? Die Krähen sind viel zu weit weg. Na gut. Ja. Wie gesagt, klingelt sind. Und Postbote, DHL. Dann haben wir von Verena. Susi möchte sich recht herzlich bedanken für das Paket. Dann haben wir ein Paket gekriegt von Verena. Und ja, haben wir natürlich ausgepackt. Das ist natürlich privat. Da haben wir gesagt, das zeigen wir mal nicht. Ja, dauerte nicht lange. Ungefähr nach 2 Stunden klingelte das schon wieder. Ich dachte, was ist denn das jetzt? Der war doch erstmal da. Der. Nee, Hermes. Nee, ich glaube, Hermes war das. Benissen haben wir schon wieder ein Paket gekriegt. Kickerhof, Andi. Hat Andi uns ein Paket geschickt. Das ist auch privat, das zeigen wir auch nicht. Weil wir gesagt haben, nee, das muss nicht sein. Man muss so ein bisschen privat für sich behalten können. Ja. Jetzt wird es dunkel, jetzt wieder hell. Ich werde jetzt mit ihr eine Runde nur drehen. Ja, dann möchten wir uns natürlich recht herzlich bedanken nochmal für die Pakete. Und waren sehr positiv. Von allen beiden. Alle beide. Ja, Verena, dass wir dein Paket nicht zeigen, war klar, wa? Und Andi, dass wir dein Paket nicht zeigen, war auch klar, wa? Aber trotzdem haben wir uns gefreut. Ja, ich muss noch ein bisschen mit Kira rumlaufen. Wir müssen noch ein bisschen laufen. Wo ist denn der Hund? Och, da hinten kommt sie angewatscht. Ganz in Ruhe. Komm, wir gehen hier lang. Die will schon wieder nach Hause. Jetzt hat keine Lust zu laufen. Ist das nicht herrlich, das Wetter? Wunderbar. So. Hallo, ihr Liebeleins. Die Susi zeigt sich auch mal. Und hier die Rübe. Die ist auch da. Hey, Rübi. Na, geht's dir gut? Voll gut. Der Uwe ist auch da. Der macht gerade... Der haut sich gerade ein Ei in die Pfanne, weil wir heute Fisch essen und den Fisch mag der Uwe nicht. Und da ist der Uwe. Hier wird die Kartoffeln. Genau. So Leute, und ich guck mal gerade hier das Video an, nochmal. Also, was heißt das Video? Das ist ja der Livestream.
um gewisse Dinge, die mir unterstellt werden, zu kontrollieren, ja, bevor ich da antworte. Weil da ist ja eine Sache, wo ich davon überzeugt bin, dass ich die nicht gesagt habe. Aber ja, aber ich kann das ja erst, weil ich es überprüft habe, ne? Weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber gut. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Neuigkeiten zum Herd kann ich euch erzählen. Denn morgen kommt der Herr zu uns. Ja. Oh, vielleicht hast du doch noch eine Kartoffel. Mal gucken. Der Uwe hat nämlich gerade gefragt, ob mir das reicht, was ich hier habe. Ja. Und ich habe natürlich genickt. Und jetzt sieht es aber doch irgendwie ganz schön wenig aus. Ist ja nicht so schlimm. Ich will euch ja das ja nicht erzählen. Ich will euch ja erzählen, dass halt morgen unser Ofen wiederkommt. Und ich freue mich. Und drückt die Daumen, dass das denn nicht wieder so ist, dass der nach 4 Tagen dann direkt wieder in Dutt geht. Ne? Hoffen wir mal das Allerbeste. Der Uwe und ich. Ich weiß, ihr habt euch ja gestern Mukbang gewünscht, aber, Schatz, ja. Mukbang machen wir jetzt nicht. Nein, wir machen jetzt Einpfeifen. Denn der Uwe und ich, wir wollen einfach das live überprüfen, ob das wirklich stimmt, dass wir das behauptet haben, was uns unterstellt wird. Ja. Genau. Also, wir sehen uns nachher wieder und ich löse dann auf. Das Problem wird auch gelöst. Genau. Guten Appetit wünsche ich euch, was ihr essen solltet. Genau, hau rein, Schatz. Mm. So, der Uwe und ich, wir gucken uns ja immer noch den Stream an. Ja. Den Live-Masken-Montag, um festzustellen, ob das stimmt, was man uns hier gerade unterstellt hat. Ne? Und ich kann euch sagen, wir haben jetzt nur noch 2 Minuten von dem Video und mit keiner Silbe haben wir das gesagt, was die Leute im eigenen Kopf haben. Ne? Also Heikchen war das, glaube ich. Können wir gleich auch nochmal nachgucken. Du hast uns einfach unterstellt, dass wir gesagt hätten, wir hätten keine Freunde in Berlin. Klar. Mit keiner einzigen Silbe habe ich sowas gesagt. Nee. Und der Uwe auch nicht. Wie kommst du darauf, sowas einfach zu hören, weil du es hören willst? Oder was ist da los? Ja. Also ihr wisst, ich kann so Ungerechtigkeit überhaupt nicht leiden und das hier unterstellst du uns einfach irgendwas, denn wir haben sehr wohl tolle Freunde in Berlin. Also es gibt gar keinen Grund, sowas zu behaupten. Also von daher verstehe ich diesen Beweggrund nicht, aber das ist halt all das, was im eigenen Kopf stattfindet, ne? Und nicht das, was in der Realität halt ist. Ich habe mir wirklich jetzt die Mühe gemacht und die 1,5 Stunden Livestream extra deswegen nochmal angeguckt, weil ich sicher gehen wollte, dass das einfach falsch ist, was du behauptest. Sorry. Tut mir leid, da hättest du besser zuhören müssen. Weißt du, das ist nicht immer das, was man selbst gerne hören möchte, sondern man muss auch schon mal bei der Realität bleiben. Und wie gesagt, ich habe da was anderes gesagt. Ich habe gesagt, dass die Seelenfreunde oder Menschen, die toll sind, die man so im Internet kennenlernt. Ja, dass sie leider nicht mehr... Überall woanders wohnen, ja. Nur nicht in Berlin. Das ist das, was ich gesagt habe. Stimmt. Das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was du mir unterstellst. Ne? Einfach mal bitte drüber nachdenken. Von mir aus kannst du dir gerne auch das Video nochmal angucken. Und vielleicht das revidieren, was du da geschrieben hast. Aber es ist ja auch noch unter einem anderen Kommentar behauptet. Ich finde das wirklich nicht in Ordnung, was du da machst. Ist halt nicht die Wahrheit, ne? Ja. Also, deshalb, ne? Einfach mal ordentlich zuhören und nicht irgendwas erfinden, weil man es gerne hören möchte. Das möchte ich dazu sagen, das möchte ich klarstellen, dass der Uwe und ich das mit keiner Silbe gesagt oder behauptet hätten, keine Freunde in Berlin zu haben. Ja. Und sollte mit irgendjemandem irgendwas sein, ja, dann könnt ihr versichert sein, dass ich das hier nicht an einer großen Glocke hängen werde. Das ist also, mich interessiert das doch auch nicht, was in eurem Freundeskreis los ist oder nicht los ist. Uns liegt das nie so zu tratschen. Nee. Ja, das ist halt so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Aber irgendwelche Gründe muss es ja scheinbar geben, dass man so denkt. Ja, aber
Ich werde, wenn da was ist, das garantiert nicht an die große Glocke hängen. Ja. Ihr könnt euch selber ein Bild machen. Ja, weil es auch einfach so weit nicht thematisiert wird. Egal mit. Also ihr kennt ja jetzt nur drei Leute aus unserem Leben und das sind eben Mira und Ozok. Das ist Werner, den ihr aber noch nie gesehen habt, sondern nur gehört habt. Und das ist Andi, der gar kein Problem hat, gefilmt zu werden. Ja. Ich sage, mehr kennt ihr ja nicht. Und selbst wenn ich mit irgendjemand von den dreien irgendwas hätte, würde euch das einfach nichts angehen. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ja, in eurem privaten Umfeld, wobei ich jetzt wieder mit euren und ihr, das ist auch nicht so richtig, weil mir wurde das ja jetzt eigentlich nur von einer Person halt so gesagt. Aber ich hänge sofort nicht an die große Glocke. Nee, da gehört es halt einfach nicht hin. Ne? Nee. Und wenn man so darüber viel Anstand muss man haben. Und wenn man darüber redet, dass man schlechte Erfahrungen in seinem Leben mit Freundschaften gemacht hat, dann bezieht sich das trotzdem ja nicht vielleicht auf die aktuellen, weiß es ja nicht, ne? Man hat halt seine Erfahrungen gemacht und auch all das hänge ich ja nicht an die große Glocke. Man spricht halt drüber, dass das an Belang verliert einfach, ne? Und damit hat sich das. Also ich weiß ehrlich gesagt, ja nicht mal, das und das, was wir gesagt haben hier mit Freunden und so, die waren mal. Die existieren aber nicht mehr. Ja. Ja? Und da ist nie erwähnt worden, dass wir in Berlin keine haben. Nö. Ja, ich habe mir jetzt ein Video von Hacke bis Nacken extra deswegen nochmal angeguckt. Du hast mir jetzt anderthalb Stunden meines Lebens gestohlen, ne? Danke. mir war das eigentlich klar, dass ich das nicht gesagt habe, weil es ja nicht so ist, ne? Aber trotzdem, man weiß ja nicht, ne? In einer geistigen Umnachtung, dass man vielleicht ich wollte mich halt versichern, ne? Ja. Aber mir war das klar, ich hab dazu gesagt, niemals habe ich sowas gesagt. Nee. Weil das einfach auch nicht stimmt. Wir haben tolle Freunde. Na klar. Punkt. Ja. In Berlin auch. Ja. So. Es ging ja wahrscheinlich der Aufhänger, ist ja das, wo ich gesagt habe, dass die Seelenzwillinge, also mein Seelenzwilling in Köln ist und dass man so die tollen Leute, die am Herzen liegen. Ja. Die man im Internet kennenlernt, alle verstreut sind. Ja, es ist ja so. Sogar in anderen Ländern, in Österreich auch, welche sind die mir einfach ans Herz gewachsen sind. Und da muss man halt unterscheiden. Sorry. So. Und wenn wir gerade so gemütlich hier sitzen, können wir ja jetzt noch über unseren Herd erzählen. Ne? Ja. Ja, also ihr wisst ja, glaube ich, schon, ich habe ja schon erzählt. Das war eh ein Kriegen, ne? Ja, neun. Wir kriegen, ja. Aber der Weg dahin war wirklich kurios. Das Haus der Kuriositäten, sag ich euch. Es ist ja so, dass wir 14 Tage, warte mal, lass mich mal kurz zurückrechnen. Am 10. haben sie den Ofen abgeholt, die Spedition. Das heißt, ich habe das gemeldet am 7. oder so. Ja, ich glaube, am 7. war das. 7. oder 8. Ja. Hat das gemeldet. Am 10. war der am Ofen. 7. Ja, am 10. war der Ofen weg. Da kam die Spedition. Und seit dem 10. sind wir wieder ohne Kochmöglichkeit. Das sind ja jetzt, lass mal gucken, eine Woche, fast zwei Wochen. Ja. Am Freitag oder Donnerstag, ich weiß nicht mehr so genau, habe ich dann angerufen bei Aldi Online. Und da bin ich ja so patzig empfangen worden sozusagen. Ja. Und der erzählte mir jedes Mal was von, Austauschgeräte gäbe es nicht, muss ich halt einen neuen kaufen. Mir hat man aber ja, als das abgeholt wurde und ich diese Fehlermeldung oder diesen Defekt gemeldet habe, gesagt, dass ich ein Austauschgerät kriege. Und wenn man mir das so kommuniziert, dann glaube ich das ja auch. Ja, klar. Ja, das habe ich versucht, ihm dreimal zu erzählen, aber da ist er null drauf eingegangen. Er sagt halt immer, nö, Austauschgeräte gibt es nicht, muss ich halt einen neuen kaufen. Also der war sehr pampig, lapidar und wofür ich mich dann darüber beschwert habe, was das für eine Servicewüste hier ist. Und da war er dann doch ein bisschen zugänglicher und hat mir die Nummer von Medion gegeben, ne? Mhm. Weil der Ofen ist ja von Medion. Ja.
Und da habe ich dann angerufen, habe ich eine nette Dame am Telefon gehabt. Und die hat das auch im Computer gehabt. Die hat mir auch sagen können, dass der defekte Ofen angekommen ist und dass das alles tutti ist, alles super ist, alles schicki ist. Und aber sie wusste nicht, wie es weitergeht. Also da war, stand kein Vermerk, ne? Woraufhin ich dann sagte, na, kann ich mich dann jetzt darauf einrichten, dass langsam mal ein Austauschgerät kommt. Dann ist sie auf Recherche gegangen, hat sie mich auf die Warteschleife gelegt. Das dauerte vielleicht 5 Minuten oder so. Dann war die wieder am Telefon und sagt, ja, alles sieht gut aus und ich soll mich noch ein, zwei Tage gedulden. Man würde sich dann telefonisch bei mir melden. wegen dem Austauschgerät. Ja. Ja, also man hat mich jetzt bis, wann habe ich dann da angerufen, Uwe? Montag. Nee, Dienstag. Ja. Ja. Da hat man mich auf jeden Fall die ganze Zeit, nee, das muss später gewesen sein, aber ist egal. Man hat mich diese fast 14 Tage im Glauben gelassen, es gäbe ein Austauschgerät. Also auch die von Medion hatte nichts anderes erzählt, ne? Mhm. Jetzt habe ich also noch mal ein paar Tage gewartet auf einen Anruf, es kam aber keiner. Am Samstag denn, am 18., doch, du könntest recht haben, Schatz, dass es Dienstag war. Ja. Am 18. krieg ich auf immer so eine Nachricht auf meinem Handy. Hat sich meine Bank gemeldet. Beziehungsweise PayPal hat sich gemeldet. Mit einem so hohen Betrag, wie der Ofen gekostet hat. Da haben die mir einfach das Geld zurücküberwiesen. Ohne was zu sagen. Ohne was zu sagen. Also ich war ja bis zum 18. im Glauben, ich kriege ein Austauschgerät. Jetzt weiß ich, ich habe dann da auch noch gesagt, wer bezahlt mir die ganzen Restaurantbesuche, weil ich ja nicht kochen kann. Die wissen ja nicht, dass ich eine mobile Kochplatte mir besorgt habe. Aber das kostet ja auch alle Geld. Das ist ja auch 50 Euro, die da stehen, die eigentlich unnötig eigentlich sind. Ne? Logisch. Ja. Schatz, wenn du müde bist, warum legst du dich nicht hin? Ja, Entschuldigung. Also, das ist ja wirklich... Naja, auf jeden Fall hat gedacht, ja toll, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben uns schon umgeguckt, beim Mediamarkt und überall, wo man halt Backöfen kriegt. Was da in Krieg könnten, das wäre dann teurer und kleiner. Das Problem ist vor allem halt die Größe, ja. Wir haben hier eine Nischengröße von 59,5 Zentimetern und die sind alle 56,5. Das heißt, also der würde ja da drin schlackern, ne? Ja, oder halt oben die Ceranplatte wäre entweder als unser Loch zu groß. Ja, das ist zu groß. Zu groß war das jetzt, ne? Ja. Also schwierig. Dann habe ich schon überlegt, ob man jetzt irgendwie in irgendein Küchenstudio oder irgendwas geht, aber bezahlt sich ja dumm und dämlich, ne? Dann habe ich schon die Idee gehabt, sich einfach direkt eine neue Küche mitzukaufen. Ja. Aber ist zu teuer, ne? Über jetzt spricht man. Naja, Ende vom Lied war, dass Uwe und ich beschlossen haben, das noch einmal jetzt zu versuchen, weil wenn es ein Austauschgerät gegeben hätte, wäre es ja auch wieder ein Medion-Gerät von Aldi gewesen. Und dann haben Uwe und ich beschlossen, wir wollen das nochmal probieren. Wir kaufen einfach nochmal da. Also entweder sind wir strunzendumm oder wir haben Glück und das war einfach nur ein Montagsgerät, keine Ahnung. So, sollte das jetzt natürlich auch wieder defekt sein, dann... Lassen wir die Finger davon. Ja, dann wird halt woanders irgendwas. Dann müssen wir doch irgendwo ins Küchenstudio, wo man halt das mit den Maßen hinkriegt, ne? Ja. Aber wir hoffen, dass das jetzt in Ordnung bleibt. Ich hoffe es auch. Also es ist ja... Also die hat eine Woche funktioniert. Ach, nicht mal 4 Tage. Ach mal 4 Tagen ging die Lampe schon nicht mehr auf. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, also drückt die Daumen. Der kommt also morgen. Und drückt die Daumen, dass das Ding kein Montagsgerät ist und das diesmal lange hält. Ja. Ja, mal sehen. So, sieht jetzt das aus. Das ist die Geschichte zu dem Herd mit der sehr kurios, ganz ehrlich. Das ist nicht normal. Auf jeden Fall hat das alles dazu geführt, dass ich sonst jetzt so nie wieder über Aldi online irgendwas kaufen würde. Nie wieder. Nee. Das ist jetzt dieser. Man hat draus gelernt. Ja, dieser Herd ist jetzt das erste und das letzte, was ich da hole, quasi.
Und ich bin auch jetzt, wie gesagt, nochmal mutig und hoffe, dass dieser Herd, weil wir das ja jetzt alle größer geschnitten haben und hier die Arbeitsplatte ist ja jetzt an das Ceranfeld angepasst, was da, ja, alles andere fällt durch, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Drückt die einfach die Daumen, wäre nett, dass das Ding nicht wieder kaputt geht. Und wenn doch, wie gesagt, dann nie wieder. Ja, das ist das, was ich daraus gelernt habe. Oder wir beim Stammkunden. Nee, garantiert nicht. Dann sollen sie mir das Geld wieder geben. Ja, und dann lege ich halt das Doppelte drauf. Und dann habe ich auch ein deutsches Gerät, wo ich Ersatzteile nachkriege. Ja. Und so war alles halt, ja. Aber ich finde jetzt auch nicht schlecht, dass wir unsere mobile Kochplatte haben, weil wenn man einfach mal 2 Flammen mehr benötigt, dann hat man sie, oder wenn irgendwas ist. Und die hat in der Zeit gute Dienste getan. Die hat sehr gute Dienste getan. Also sonst hätte man sich ja nicht mal mehr ein Süppchen oder irgendwas warm machen können. Ja. So, jetzt wisst ihr also auch die Geschichte zu unserem Herd. Ja, ich hoffe, dass wir den auch gleich morgen angeschlossen kriegen. Das ist immer so eine Sache, ne? Wenn wir den woanders holen, aus einem Studio oder was, da hast du halt direkt dann den Anschluss mit inklusive und Entsorgung des Altgerätes. Ja. Also das, was mir der Kollege da irgendwie gegeben hat, das wäre halt mit Anschluss und Mitnahme des Altgerätes gewesen. Ja, ja, so sieht es jetzt auf jeden Fall aus. Ne? Long story short. Morgen ist er da. Ja. Yay! Aber ich bin ja nur jetzt auch schon wieder lange genug ohne, ne? Fast, naja, wenn es morgen kommt, fast 14 Tage, ja. Ich finde das unmöglich. Den Schaden, den man eigentlich dadurch hat, den bezahlt einen keiner genauso wie das mit dieser Elektrofachkraft, die man ja zu sich holen muss, zum Anschließen, ne? Vom Starkstrom. Das darf man ja nicht selber machen. Nee. Also im Prinzip kostet der Elektriker jetzt fast genauso viel wie der Ofen. Ja, ja. Da hätte ich mir dann auch einen anderen. Hätte ich gleich einen größeren Kuchen, besseren Kuchen können. Ob der besser ist, weiß ich nicht. Aber Vertrauen habe. Ich habe ja zu Bosch und Siemens habe ich Vertrauen. Die Geräte, die ich halt habe von Bosch und Siemens, die haben immer ewig und 3 Jahre gehalten. Meine Spülmaschine ist von Bosch Siemens, die hält 25 Jahre. Ja. Was kaputt geht, ist jetzt einfach der Wagen. Der Geschirrkorb, ja. Der rostet jetzt, aber den kriegt man halt auch nach, weil es halt eine deutsche Firma ist. Also kriegst halt nach. Ja. Bloß jetzt habe ich natürlich Angst, die kosten 80 Euro, diese Körbe. Dann hast du den Korb drin. Und dann geht die Maschine kaputt. Die Maschine, tschüss. Ja, kannst ja nicht so doof denken, wie es kommt. Und dann, wer weiß, ob du dann wieder in der kriegst. Davon, mindestens. Ja. Diesen Typ, wo der in den Wagen drin passt. Ja. Die bauen ja wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich nicht. Nee, die bauen ja meistens immer größer und größer. Ja. Na gut. So, jetzt haben wir uns beschwert über die Unterstellung und Ungerechte. Und unser kuriose Herdgeschichte haben wir auch erzählt. Ja. Dann werden wir jetzt uns auf Wiedersehen erzählen. Was? Warum? Oder willst du noch nicht? Ich glaube nicht. Nein, nur dann nehme ich alle wieder zurück. Der Uwe, du kannst dich doch hinlegen. Ich kann auch ohne dich weiter vloggen. Nein. Was ist da denn los, Freunde? Ja. Ja. So, Wetter zieht sich gerade zu. Vielleicht muss die Kira noch mal schnell raus. Ja. Oder hat er noch Zeit? Nee, ich kann ja runterrennen. Ich kann ja auch runterrennen. Na gut, dann räume ich hier auf. Wir wollen jetzt was arbeiten. Ich wollte gerade fragen, Schatz, was hast du vor? Ne? Ja, wir wollen jetzt euch den Trick mal zeigen mit dem Puzzle, mit Kleben. Ja, wie der Uwe das macht. Ja. Aber der Uwe möchte das Puzzle jetzt nicht wirklich kleben, aber euch zeigen. Ja? Wie ich das mache. So, und in der Zeit puzzelt die Kira da weiter, weil sein aktuelles Puzzle hat er gerade da. So, und es geht um diese Puzzle hier, ne? Ja. Ihr seht es ja schon, dass es auf links gedreht ist. Wir werden das jetzt aber nochmal ohne euch so hindrehen, wie man das normalerweise hätte, um euch zu zeigen, wie der Uwe halt so umdreht, das Puzzle. Ja. Okay, wir sehen uns also gleich wieder. So, diese Puzzle hier ist es ja.
um was es geht, wo der Uwe immer noch nicht so sicher ist. Ob ich das lebe oder wieder kaputt mache, ich weiß es noch nicht. Also ich finde es ja sehr schön. Ja, das Problem ist, da passt die Hecht hier hin bei uns. Ja, im Flur halt höchstens, ne? Im Flur haben wir viel Grün, da könnte da drin passen. Aber wir sind uns noch nicht so sicher, aber nichtsdestotrotz wollen wir euch jetzt zeigen, wie ich das mache. Wie wir das umdrehen, genau. Ja. Also man braucht halt zwei Leute dafür, ne? Ja. Ich stelle euch einfach in der Zeit mal hier hin und hoffe, man sieht alles. Also Uwe hat hier noch eine Spanplatte. Die nehmen wir auf. Ja. Man braucht zwingend zwei Leute oder halt solche Klammern. Solche Klammern. Oder wenn ihr ganz geschickt seid und das gut festhaltet, vielleicht auch nicht, aber um sicher zu gehen, würde ich halt wirklich das mit zwei Leuten machen und mit solchen Klammern. Ja. Wir drehen es jetzt in die Richtung. Ja. So, jetzt wird es natürlich umgedreht. Gut festhalten. So, hast du? Huch, was ist jetzt? So, jetzt ist das Puzzle. Kopf. Natürlich Kopf, ne? Von hinten. So wie wir euch das eben gezeigt haben. Ja. So, und wie geht's jetzt weiter, Schatz? So, jetzt nochmal doppelseitig Klebeband. Aha. Warte, warte, warte. So. Und je Strich für Strich lege ich da drauf. Ja. Habt ihr das gesehen? Ihr könnt auch kleine Lücken lassen, aber nicht zu groß, sonst geht das in der Mitte auseinander. Genau. Und dann schneide ich bloß, was drüber ist, die Ränder ab. So wie hier jetzt zum Beispiel. Das wollte ich abschneiden und hier unten abschneiden. Gerade. Und das ist alles. Ja. So, und wenn ihr das irgendwie auf dem Brett raufkleben wollt oder was, dann brauchst du bloß das doppelseitige Klebeband abziehen und dann hast du das darauf geklebt. Genau. Und das hält eine Bombe, ganz ehrlich. Also, du hast keine Probleme, keine Wellen oder so wegen Feuchtigkeit. Ja. Alles in Ordnung. So haben wir immer unsere Puzzle gemacht. Also ich hoffe, man konnte das irgendwie nachvollziehen, wie Uwe die Puzzle klebt, wenn er sie aufhängen möchte. Ja. Ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wo ihr dieses Bild aufhängen würdet bei uns. Ja. Ich bin ja für den Flur und diese Karikaturen weg, aber Uwe ist sich da noch nicht so sicher. Ja, also. Ist noch nicht so richtig. Ja. Na, mal sehen, was die Schätzlein schreiben und vielleicht macht das ja kaputt und puzzelt es nochmal, keine Ahnung. Das ist ja, macht ihm ja Spaß, ne? Ja, Schatz, und wenn wir schon hier so dumm rumstehen, wollen wir uns vielleicht direkt verabschieden oder hast du noch was zu sagen? Keine Ahnung. Oh, der Uwe hat nichts zu sagen. Na gut, ihr Lieben. Ja. Es hat mir viel Freude gemacht, heute wieder dieses Video zu drehen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns liebe Kommentare da lasst, vielleicht auch ein Däumchen hoch oder das Video sogar teilt, weil das unterstützt uns natürlich. Und nicht vergessen, der muss immer oben sein. Uns bleibt jetzt an dieser Stelle eigentlich nur noch eins übrig, und zwar das zusammen mit Amazon. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Mach's gut. Tschüss, ihr Lieben. Schön, dass es euch gibt. Tschüss.